Hallihallo an meinen Chaostisch. So, das ist ja, ich zeig's nochmal. Ups, da fällt mir alles entgegen, was ich hier so für mich bereitgelegt habe. Moment. Hier ist ja quasi von dem Fotoalbum Seite Nummer 1. Hier sind die Texte drin, da kann man mit einer Herzstanze noch Fotos reinmachen. Hier kann man noch was draufschreiben. Hier ist eine Fotomappe mit. So, das ist Seite 1. Seite 2 öffnet sich so. Und dann hat man hier noch, Moment, kann man hier ein Foto reinschieben oder was man schreiben möchte. Kann man jeweils reinschieben. Schließen tut man das einfach hier und klemmt es hier drunter. Dann ist Seite 2 fertig. Dann haben wir ja Seite 3 zusammen gemacht. Ich zeige euch das jetzt mal. Da habe ich noch ein bisschen was verändert. Das mache ich mal ab. So. Hier kann man aufmachen. Und dann habe ich hier noch ganz viele Text reingemacht. Verschiedene Farben, damit man hier überall noch ein bisschen was reinschreiben kann, raufkleben kann. Hier ist Platz zum Kleben. Dann machen wir das jetzt so zu und so. Ich drehe das jetzt einfach mal um. Die Seite habe ich jetzt ohne euch gemacht. Die sieht so aus. Und der Verschluss ist ein Magnet. Und zwar ist das hier die Tasse. Die fand ich sehr passend zu Alice im Wunderland. Und dann ist es so. Dann kann man hier noch Fotos reinmachen und klapp und klapp. Das ist Seite 3 und Seite 4. Hier kommt jetzt wieder das Band dran. Und ich warte jetzt mal noch ein bisschen, bis ihr mir sagt, ob ihr da zugucken möchtet, während ich, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr vorskippt, was ich verstehen kann, weil das, ich bin ja nicht so die begnadete Fotoalbummacherin, also von der Schnelligkeit her und so, dass ich jetzt für das eine Video 34 Minuten gebraucht habe. Wie ihr seht, brauche ich jetzt schon 10 Minuten, um eine Schleife zu machen. So, wie gesagt, sagt mir, ob ihr das möchtet, dass ihr zuguckt oder ob ich euch lieber entweder so oder wie hier euch zeige, wie die fertige Seite denn ist. Also die ist jetzt auch nicht spektakulär. Das habe ich hier extra gemacht, damit man das hier zwischen sehen kann. Damit es ein bisschen schöner ist. Und die Tasse fand ich, wie gesagt, sehr passend. Und den Magneten hier habe ich jetzt nicht irgendwie versteckt. Aber der Innen ist hier dran, hinter. So, und klapp. Fertig sind die ersten zwei Seiten, also vier Seiten. Und so kommen die denn. Ich habe jetzt keine Hidden Hinge Bindung gemacht, weil ich klebe die einfach so an. Weil es war so ein Gefriemel und dann habe ich mir gedacht, nö, ich klebe die jetzt hier denn an. Das zeige ich euch noch, das mache ich auf jeden Fall mit euch zusammen. Und die zwei sind jetzt schon mal fertig. Mein Mann mäht gerade Rasen. Ich wünsche euch was. Kurzes Video, kurz und knapp. Bis dann. Halt, das lege ich mal kurz hier hin. Wir sehen uns. Tschüss.